So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Wer von euch ist betroffen? Gibt es jemanden unter euch, der sagt, ja, ein Tier hat mir großes Unglück gebracht? Vielleicht seid ihr angegriffen worden von einem Hund, von einem Kampfhund oder überhaupt von einem Hund. Vielleicht seid ihr von einer Zecke gebissen worden, habt das über viele Jahre nicht bemerkt und dann sehr schwer erkrankt. Vielleicht habt ihr eine Wespe verschluckt, was ja dramatische Folgen haben kann. Vielleicht seid ihr auf einem Auslandsurlaub irgendwo in weiten Fernen von einem Raubtier angefallen worden. Was auch immer. Das Thema heißt, ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin ist die, wie spricht man es aus? Gerta? Gerta. Gerta. Ja. Na, das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Von Niederrhein. So, ich kenne eigentlich nur Gerda. Ich auch eigentlich. Aber mein Vater hat damals gesagt, geantwortet, weil ich in der harten Zeit geboren bin, ja. 38, deshalb habe ich das harte T und nicht das weiche D. Also Gerta. Mhm. Aber das begleitet dich wahrscheinlich dein ganzes Leben, dass die Leute sagen, wie? Gerda oder Gerta? Ja, es gibt es, aber nicht so oft wie Gerda. Ja. Die ist mit dem Tee. So, Gerta. 68, ne? 68 Jahre. Genau, mhm. Ja. Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Ja, leider. Ist das bei dir so? Welches Tier? Eine kleine Zecke. Eine kleine Zecke. Mhm. Wann ist es passiert? 1997 im Sommer im Urlaub im Allgäu. Ja. Kannst du es irgendwie rekonstruieren beim Spazierengehen oder? Ja, das weiß ich nicht, ob ich auf einer Bank gesessen habe oder ob ein Strauch daneben war. Ich habe aber nicht auf der Wiese gesessen, wie die Kinder schon mal in der Runde sitzen, nicht? Hast du denn die Zecke dann auch entdeckt irgendwann? Nein, das auch nicht. Ich habe nur meinem Mann damals gezeigt, schau mal hier, so sieht das aus, wenn ich gebissen worden. Ich wusste ja gar nicht wovon. Ja. Dann sind sie ambulant, bin ich zum Doktor und in Hindelang heißt der Urlaubsort. Und dann dann bin ich zum ersten Mal Ärzteopfer geworden, weil der das nur örtlich behandelt hat. Ich habe noch weggeschaut, so bin ich nun mal. Und dann hat er zu mir nur gesagt, ich sollte Magerquark drauflegen. Die Stelle war nämlich sehr auffällig am linken Unterarm. Der hat geglaubt, das ist irgendein Insekt gewesen. Ja, der hat das wohl entfernt, aber ich weiß nicht, was der gemacht hat, weil ich bei sowas und ähnlichem immer wegschaue, zur anderen Seite. Der hat es entfernt? Das heißt, der war schon noch Reste der Zecke, oder? Das nehme ich an. Ich bin ja so ein bisschen feige bei sowas. Und schaue dann weg, was der da machen muss. Und hat dem Arm nur hingehalten, den linken. Auf jeden Fall hat der das nicht richtig kapiert, was da los ist. Nein, der hätte es wissen müssen. Später wusste ich mehr drüber, weil ich einen roten Kranz drum hatte, um die Bissstelle, die Stichstelle. Mhm. Und das ist ein Zeichen, dass dieses Tierchen Bakterienträgerin war. Ja. Wann? Wie viel Zeit ist vergangen, bis du kapiert hattest, das ist eine Zecke und das ist eine Schlimme? 2 Jahre ist es her. 2 Jahre hat es gedauert? Ja. 2 Jahre. Ich hatte weder Fieber noch Ähnliches. Und dann war ich in einer nächtlichen Stunde, wurde ich in ein Krankenhaus gebracht, zwar richtig in die Neurologie, aber die haben das, dann bin ich wohl ein Ärzteopfer, denn die haben das nicht aufgedeckt. Die haben das Blut in ein Labor geschickt. Mhm. Das habe ich nachher in Fotokopie bekommen. Aber die haben dieses Labor hat das nicht aufgedeckt, dass ich Borreliose habe. Ja. Die Borrelie heißt die Bakterie. Genau, das ist das Schlimme, was man sich da holen kann. So, 99 passiert. 99 erkrankt, endet, wurde vor der besonderen Jahreswende. 99 erkrankt? Mhm. Wann ist es endgültig rausgekriegt worden? Null hatten wir dann schnell, 01. 01 ist. Ja, weil ich dann für ganz viel noch D-Mark damals wurde mein Blut in Düsseldorf, kann man ruhig nennen, die Stadt nun, das ist ja genau Düsseldorf, wurde dann das Blut nach München geschickt. Ja. Das nennen die ein Speziallabor, Mikrobiologen. Mhm. Und das Ergebnis hieß, sie haben eine Entzündung im Blut, die auf Nerven drückt, sind sie mal von einer Zecke. Und da bekam ich erst Antibiotika, das ist es ja gerade. Was natürlich viel, 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 viel zu spät war. Ja, 12 Monate zu spät Antibiotika und da war die Schädigung der Nerven da. Ja, wie geht's dir heute? Ich werde wohl mich damit abfinden müssen. Wie gesagt, ich bin jetzt 68 und bis zum 61. Lebensjahr konnte ich normal laufen und jetzt habe ich einen Rollator, ab und zu auch, und was aber auch eine Unterarmstütze.
An der rechten Seite. Ich bin links mehr betroffen, ja. Aber rechts. Ich habe am Anfang verstanden, du hast einen Rollator? Oder was? Nee, Rollator, das ist eine Gehhilfe. Eine Gehhilfe, ach, ein Rollator. Mit den vier Rädern. Ach so, wusste ich nicht, dass man das so nennt. Ja. Ja. Hm. Ja. Das heißt, diese Erkrankung kann man nicht aufhalten? Schreitet die immer weiter fort? Also bakterienfrei bin ich wohl, das kann ich glaube ich behaupten, weil ich ein paar Mal danach noch mein Blut habe untersuchen lassen, nachdem ich erfahren habe, was diese Bakterie sonst noch anrichten kann, nämlich außer Nervenentzündung, schlimm genug, noch auf Augen gehen bis zur Blindheit, auf Herzrhythmus und auf sämtliche Gelenke. Ja. Und da da hatten wir nachher später schon Euro. Da bin ich im Jahre 03 dann noch ein letztes Mal, da wurde das Blut zu dieser Praxis, da wo das Blut weggeschickt werden kann, in ein Speziallabor. Und das war Aachen. Und da bin ich jetzt eigentlich sicher, dass ich bakterienfrei bin. Aber die Nervenschädigung ist da. Die ist da und die ist irreparabel. Die ist irreparabel. Das heißt, du könntest, wenn das frühzeitig erkannt worden wäre, könntest du ganz normal dich noch bewegen und alles wäre normal. Das kann ich behaupten. Und ich wäre vor allen Dingen keine Schmerzpatientin. Ne? Das heißt, du hast auch permanent Schmerzen? Ja, habe ich. Permanent? Ja, und ich habe Gehstörungen, Schmerzen, sprich Krämpfe, und dann nennen die das Sensibilitätsstörungen bis in die Füße. Das sind diese Nerven an der Peripherie, bis unten. Heißt das, dass du auch immer und regelmäßig Schmerzmittel einnehmen musst? Ja, ich nehme zwar kein Morphinpflaster, das haben einige Leutchen, aber ich nehme Tetrazepan Muskelentkrampfer. Ja, das ist natürlich auf die Dauer wahrscheinlich auch nicht so der Hammer bezüglich der Nebenwirkungen. Also ich habe heute noch Wut, aber was soll ich da machen? Ne? Naja, sicher. Gab es die Überlegung, dass du im Nachhinein versucht hast, irgendwie da gerichtlich vorzugehen? Nein, das weiß ich gar nicht mehr, welcher Arzt da versäumt hat. Also welcher Arzt in dem Krankenhaus. Mhm. Die haben sich wohl gedacht, es könnte die Borrelia-Bakterie sein. Warum kann die Patientin nicht laufen? Ne? Mhm. Und ich habe auch alle ein Cortison bekommen im Ende 99, eben kein Antibiotika. Ja, ja, ja. Das wäre das Wichtige gewesen. Also das ist keine Entschuldigung für das Fehlverhalten der Ärzte. So in der Allgemeinheit, so unter uns normalen Menschen, war dieses Thema ja so in den 90er Jahren noch gar nicht so verbreitet. Ne? Wir wussten das alle noch nicht. Heute weiß man das. Heute ist man ja schon vorsichtig. Viel mehr Informationen, Presse heute und Fernsehen habe ich mehr. Genau, jeden Sommer sind die Zeitungen ja voll davon und man soll vorsichtig sein und man weiß, was man da macht mit den Dingen. Aber da kann man wirklich bei dir sagen, ein Tier hat dir großes Unglück gebracht. Dieses kleine... Ja, abwärts bin ich betroffen. Also weil die Nervenentzündung, die dadurch entstand, durch die Bakterie, die war mittig. Also die nennen das thorakal, das ist die Mitte im Rückenmark. Ja, achso, und dann geht's abwärts. Ja, abwärts. Ja. Wäre ich höher, hätte ich die Höhe liegen gehabt, dann hätte ich auch Krämpfe in den Händen, Armen. Ja. Und da kann ich nur froh sein, dass es mittig war. Ne? Dieses kleine Tierchen, ne? Ja, was kann dein man sagen. Ganzes ja Leben, deine ganze Biografie, dein ganzes Leben ist dadurch jetzt... Mein restliches Leben. Ne? Ich bin zwar schon 68, aber bis 61. Jahr konnte ich normal laufen. Ja. Liebe Gerta, ich wünsche dir von Herzen, dass es nicht auf jeden Fall nicht noch schlimmer wird, dass die Schmerzen einigermaßen erträglich sind und dass du gut so über die Zeit kommst. Und danke schön. Und die Sendung schaue ich schon Jahre. Ehrlich, das ist aber nur schön. Nicht jede Nacht, das schafft man nicht mit den Augen. Ist ja auch klar. Jede Nacht ist ja auch sehr anstrengend, wenn man das jede Nacht schauen würde. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Gerta. Danke schön. Tschüss. Ja, wiederhören. Jo, tschüss. So, unser Thema, ihr Lieben, heißt heute Nacht, ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Trifft das vielleicht auf den einen oder anderen von euch zu? Das kann anfangen von einem Insekt bis hin zu einem großen Tier, vielleicht bis zu einem Raubtier. Wenn ihr betroffen seid und gerne mit mir darüber sprechen wollt und mir davon erzählen möchtet, dann nur zu 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Marc. Nicht Marco, sondern Marc. Genau, Marc, 20 Jahre alt. Hallo Marc. Hallo Domian. Hallo Marc. Mir geht's darum, ich bin vor 2 Jahren zu einem Hund angefallen worden. Was für ein Hund? Ein Kampfhund. Was ist ein Kampfhund? Ein Staffordshire ist das. Ich habe mich verstanden. Ein Staffordshire. Ja. Und zwar, ich habe damals gewohnt in Kranenburg, in Kreis Kleve. Das ist ein Dorf. Ja. Und da ist das eigentlich nicht so bekannt, dass man so, dass man von jemand weiß, dass er homosexuell ist. Und da sprechen die Leute auch nicht sehr gut drüber. Mhm. Und das war ein Nachbar von mir, auf den sein Grundstück bin ich gelaufen damals. Nur so? Nur so, ja. Ich habe mit meinem Freund gespielt da. Ja. Und ich muss jetzt mal fragen, ich habe es gar nicht verstanden. Wann war dieser Angriff des Hundes? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja. Ich habe in Kranenburg gewohnt, jetzt wohne ich in Bonn. Und du hast mit deinem Freund auf dem Grundstück des Nachbarns gespielt? Genau, habe ich gespielt. Was habt ihr gespielt?
Ja, wir hatten Basketball gespielt. Ach so. Aber, mein Freund ist halt sehr feminin und bei ihm merkt man das schon eher an als bei mir. Dir merkt man es überhaupt nicht an. Nee, bei mir merkt man das nicht so an. Nein. Also, ihr habt da Basketball gespielt. Genau, Basketball gespielt. Und der Mann, der hat sich irgendwas gegen Homosexuelle, wie gesagt. Mhm. Der Mann war was älter und bin dann halt, der Ball ist rübergeflogen über den Zaun, ich bin rübergeklettert und dann hat ein Hund auf mich gehetzt. Das heißt, der Hund ist zu mir gekommen. Jetzt solltest du vielleicht mal das andere Handy ausschalten, sonst nervt es uns. Moment mal, bitte ausmachen. Und zwar, der Hund ist zu mir gekommen und hat mich angegriffen. Mhm. Sprich, der hat mich gebissen. Ich trage jetzt noch eine Narbe davon. Wohin hat er dich gebissen? Im Bein. Ins Bein. Also in der Wade rein. Ich habe jetzt eine Narbe von ca. 10 cm. Ja, und du bist sicher, dass dieser Mann diesen Hund auf dich drauf gehetzt hat? Danach kamen noch ganz, ganz artige, bissartige Attacken gegen mich. Von dem Mann? Betrugbrief und so und... Also Moment, wenn ich mir vorstelle, so ein Hund, mit dem ist ja nicht zu scherzen. Der springt einen an und beißt einen. Das ist ja schon ein Schockzustand, in dem man da ist. Wie hast du dich verhalten? Wie hast du dich gewehrt oder was hast du getan? Ich konnte mich in der Situation nicht wehren. Ich habe einen Schock bekommen. Der Hund hat mich angegriffen. Ich habe versucht, ihn loszureißen. Ja. Dann kam ein Freund später, hat mir geholfen, weil er den Hund, der hat den Mund zugehalten von dem, also sprich, auf der Nase bei dem gehauen. Weil das ist das Gute, wenn man dann den Hund auf der Nase haut in dem Moment und der jemand angreift, dann lässt der Hund nach. Aber wie mutig. So ein gefährliches Tier dann in der Kampfsituation, der war ja auch auf 150. Der Hund war sehr auf 150. Ja, und dann den auf die Nase kloppen, ist schon eine gute Reaktion von deinem Freund. Also gut, das finde ich zwar auch nicht so gut, aber ich musste mich irgendwie, weil das war ein sehr gefährlicher Hund, ich musste mich schon irgendwie aus der Situation befreien. Und der Nachbar, wo war der? Der Nachbar war im Garten. Und guckte zu? Er hat den Nachbar zurückgerufen und hat uns noch frech beschimpft, warum wir seinen Hund anfassen würden und hat den Hund noch auf uns gehetzt, sprich auf mich. Ne? Und dann, wie, nochmal dann, oder was? Nee, danach hat es aufgehört. Wie schwer war die Verletzung am Bein? Die Verletzung war so derartig, ich war einen Monat im Krankenhaus. Und du warst einen Monat im Krankenhaus? Ja, das wurde genäht, das hat sich dann noch entzündet. Und, also das ist ja schon dramatisch. Ja. Es klang gerade so, als wäre nun ein Biss, aber einen Monat im Krankenhaus ist ja schon heftig. Heftiger, ja. Und ich habe auch, wie gesagt, gegen den Herrn Anzeige erstattet. Ja. Aussage gegen Aussage ist leider nichts mehr rumgekommen. Das Verfahren wurde eingestellt. Ja. Ich hoffe, du bist da weggezogen aus dem Kaff. Ja, ich bin da weggezogen. Ich wohne jetzt in Bonn. Mhm. Wie gesagt, das ist Kranenburg, das ist ein Dorf. Und nichts gegen Kranenburg, da gibt es sicher auch nette Leute und ist eine schöne Gegend. Aber wenn man sowas erlebt hat, dann will man natürlich irgendwie weg. Bin ich jetzt weg, ja. Ja, und wenn man dann auf den Hintergrund, dass das irgendwie so ein schwulenfeindlicher Hintergrund ist, dann kann man ja eigentlich auch nur gehen. Was soll man da machen? Ja, halt wohne ich in Bonn und das ist halt schon nicht so... Besser mit die Leute umzugehen. Ja, natürlich. Wenn man jetzt einmal sowas erlebt hat, auch von so einem Kampfhund, was man Kampfhund nun mal so nennt, angegriffen wurde, hast du immer panische Angst, wenn du über die Straße gehst und irgendwo ein Hund rumläuft? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Wenn der Hund angeleint ist, und da habe ich kein Problem mit. Ja. Hattest du selbst mal einen Hund? Ich hatte früher mal einen Schäferhund. Ja. Ah ja, das ist ganz gut, ne? Dann ist man ein bisschen vertrauter mit Tieren, als wenn man da vielleicht noch nie mit Kontakt hatte und dann angegriffen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann für das ganze Leben irgendwie gezeichnet ist. Ja, ist schlimme Geschichte, aber wie ist es denn jetzt so mit den, kannst du das Bein richtig bewegen? Sind die Muskeln alle wieder ordentlich verwachsen, zugewachsen? Ich kann mein Bein wieder bewegen, aber wie gesagt, ich habe jetzt eine Narbe, die sichtbar ist, nicht so schön aussieht und mich ärgert halt einfach auch nur, dass da damals nichts passiert ist. Tja, aber da war dann nichts mehr zu machen, ne? Dann dachtest du Aussage gegen... Aber da war doch dein Freund als Zeuge dabei. Ja, mein Freund war dabei, der hat auch ausgesagt, aber wie gesagt, es ist nichts passiert damals, weil, wie gesagt, der Mann hat eine Aussage gemacht, der hatte dann noch von sich Leute aus, die in seiner Nachbarschaft wohnten, die zu ihm gehalten hatten. Ach so. Und was soll man dagegen machen? Ne? Ja. Die Staatsanwaltschaft hat es dann eingestellt, wie ich einen Brief bekam habe. Ich habe den Schock bekommen. Ja. Da passiert sowas und der Mann wird dafür nicht bestraft. Ne? Also, er hat den Hund heutzutage immer noch. Ne? Da war die richtige Entscheidung von Kranen, wie heißt das, Kranenburg?
Zahnenburg. Okay. Wahrscheinlich ist das ein wunderschönes kleines Dorf und wir sprechen hier so schlecht über, über das Dorf. Bist du, war die Entscheidung gut, von Kranenburg in die Multimetropole Bonn zu ziehen, wo ja, das Leben so tobt? Ich habe jetzt einen da kennengelernt. Giovanni heißt der, ist ganz nett. Na, ist doch wunderbar. Der Sven und die halten alle zu mir so, ja, meine Freunde. Lieber Marc, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Fragen, kannst du mir ein Autogramm schicken von dir? Ja, dann leg mal auf und wir rufen nochmal zurück wegen der Anschrift. Mach weiter so, dann sende uns klasse. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt: Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Und nach der Gerta vorhin haben wir jetzt die Grete. Und die Grete ist 67. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, da ist sie. Du kannst mich gut hören, Grete. Bitte? Du kannst mich hören. Ja, ich kann dich sehr gut hören. Das ist prima. Du ist für mich immer etwas problematisch. Bitte? Das Du ist etwas problematisch. Ja, wir können uns auch, wenn es Ihnen angenehmer ist, dann sieht's wir uns. Nein, ist schon okay. Wir machen das ja immer hier eigentlich mit dem Du, ne? Ja, ich weiß schon. Ich habe das schon von Ihren Kollegen gehört. Ja. Okay, das Thema heißt ja, ein Tier hat mir ein großes Unglück gebracht. Ja, also am 18.07. Also ich muss ein bisschen vorausholen, ich habe sehr viele Katzen zu Hause und hatte vorher zwei Katzen vom Tierarzt geholt, kleine Katzen. Und man hat die Tür offen und ich habe ein großes Haus und Balkon und so. Und die saßen immer nur auf der Lehne und schauten so ein Tier an, das ich wahrscheinlich im Vorhang verfangen hatte. Grete, eine kleine Bitte. Ja. Schalt den Ton von deinem Fernseher oder deinem Radio doch mal ganz aus oder ganz also runter. Also mache ich ganz aus. Wäre besser, sonst haben wir immer den Hall und das Echo. Ja, Entschuldigung. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, die zwei kleinen Kätzchen, die sitzen da immer und schauen dazu. Und um Gottes Willen, wenn denen was passiert, ich bin halt der große Tierfreund, ich möchte auch Tiere nicht kaputt machen. Und da hatte sich ein anderes Kätzchen verfangen in dem... Nein. Ich habe mir gedacht, ich muss dieses verfangene, dieses Insekt. Ach, ein Insekt, ach so. Muss ich eigentlich aus dem Vorhang rausholen, damit, wenn ich dann ins Bett gehe, die Katzen nicht irgendwie verrückt spielen, wenn das noch ein wenig flattert. Genau. Und die vielleicht fressen und ersticken oder wie auch immer. So. Also da hatte ich halt Angst. Ja. Und dann habe ich ein Geschirr durchgenommen und bin auf einen Stuhl gestiegen. Also mein Gott, ich bin schon ganz verdreht. Kann passieren. Und habe mir gedacht, dieses Tier fange ich jetzt. Ich wollte es ja nicht erschlagen oder vergiften oder wie auch immer. Und habe das genommen in die Hand, also mit dem Geschirrtuch. Und das Tier hat mich in den Daumen gestochen. Was war denn das für ein Tier? Eine Motte? Oder nein, eine Schnake? Ich denke, also ich gehe davon aus, dass es eine Wespe war. Ach, eine Wespe. Aber die hat die Flügel so ausgebreitet gehabt, weil sie sich eben in dem Vorhang so verfangen hatte. Und die hat dich in die Hand gestochen, in den Finger? In den Daumen. In den Daumen gestochen. In den linken Daumen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, also ist ja kein Drama, bin unter das Wasser, habe das gekühlt und dann habe ich so Ventol drauf getan. Ja. Und dann habe ich mich wieder ins Wohnzimmer gesetzt. Ja. Also das Thema war eigentlich für mich theoretisch in Ordnung. Kurze Zwischenfrage, war das jetzt in diesem Jahr? Das war am 18.07. 18.07. Okay, nun saßt du wieder da im Wohnzimmer. Ja, ich saß im Wohnzimmer, meine Mietzellen um mich rum. Und urplötzlich merkte ich, meine Lippen werden ganz dick. Ganz dick werden meine Lippen, ich kann fast gar nicht mehr sprechen. Ach. Dann ist mein Gaumen ganz heiß geworden, mein ganzer Körper hat gebrannt und mein Mann schläft unten. Dann habe ich mir gedacht, ich muss zu meinem Mann gehen, ich muss ihn fragen, ob der irgendwas machen kann. Ja. Und dann bin ich runtergegangen und dann sagt er, na setz dich in die Küche und sag, ich kann mich nicht setzen, mir wird schlecht. Dann gehen wir ins Badezimmer und dann war ich schon ohnmächtig. Ach. Und dann hat er mich wieder... Lass mich nur fragen, bevor du ohnmächtig wurdest, hast du da auch noch einen besonderen Schmerz an dem Daumen gespürt? Ach nee, das hat halt ein bisschen weh getan, aber... Wie es halt so weh tut. Abartig weh. Ja. Das war halt ein Stich. Ja. So, nun bist du in Ohnmacht gefallen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen und dann hat mich mein Mann
Also es hat er mir hinterher erzählt, weil ich habe ja nichts mehr da hinterher mitgekriegt. Mhm. Da sagt er, ich habe dich noch einmal auf die Beine gestellt und habe einen Notarzt angerufen. Da bist du sofort wieder in Ohnmacht gefallen. Und dann kam der Notarzt und habe Infusionen gekriegt. Und mhm. in meinem Leben habe ich sowas noch nicht gekriegt. Mhm. Also war das ein allergischer Schock? Aufgrund des Stiches. Das heißt, wenn du nicht ärztlich schnell versorgt worden wärst... Ich wäre gestorben. Du wärst gestorben. Ich wäre gestorben. Mhm. Also wenn mein Mann nicht zu Hause gewesen wäre, wäre ich gestorben. Mann. Bist du noch ins Krankenhaus gekommen oder haben die alles vor Ort gemacht? Nein, die haben, also es waren ja zwei Sanitäter und eine Ärztin da gewesen. Mhm. Und die Ärztin, ich bin erst wach geworden, wie sie gesagt hat, wir nehmen ihre Frau mit ins Krankenhaus. Ja. Und habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja. Ich habe ja so viel Katzen zu Hause. Ich gehe nicht in ein Krankenhaus. Da warst du störrisch. Da hast du gesagt, nee. Da war ich störrisch. Aber es ist dann auch gut gegangen. Du bist zu Hause geblieben und hast dich erholt. Ja, ich habe halt sehr, also ich leide heute noch drunter, weil ich habe mal irgendwas am, also ich bin ja dann zum Arzt gegangen und also zum Hausarzt, zum Landarzt, muss ich ja schon dazu sagen. Ja. Und also der hat halt gesagt, ach, da musste ich dreimal die Woche, musste näher miteinander fahren, weil ich ja überhaupt nicht kuppeln habe können mit dem Fuß, weil der ja so geschwollen war. Ach, der Fuß war auch geschwollen? Der war geschwollen, die Zehen waren blau, weil ich halt so unglücklich geflogen bin. Ach so. Mhm. Weil ich mich halt überhaupt nicht, wenn man halt ohnmächtig ist, klar, kann man sich halt knallt nicht mehr an irgendein an Waschbecken halten oder an... Sag mal, ich bin halt geflogen wie ein nasser Sack. Ja, als du dann wieder bei Bewusstsein kamst und die Ärztin mit dir gesprochen hat, wie war das da mit den Schwellungen? Waren die Schwellungen immer noch so stark oder? Ja, ich habe die ja ich konnte schon sagen, wochenlang gehabt. Und ach so. Dann heißt es halt, na ja, das Sprunggelenk ist nicht in Ordnung. Und nee, ist klar, ich meine, so du hast gerade gesagt, dass die Lippen auch so geschwollen waren aufgrund das. Ja, das ist dann, dadurch, dass ich Infusionen kriege, ist zurückgegangen. Dann schon nach zwei Tagen vergangen. Ich habe ja... Aber doch so lange noch. Also wie ist es denn? Habe ich noch nicht erlebt. So, jetzt sind einige Monate vergangen. Wie ist es heute? Fühlst du dich heute? Ich kann halt noch nicht richtig gehen. Aufgrund des Fußes, ne, des Gelenkes, ne, was so eine Folgeerscheinung des Ganzen ist. Ja. Jetzt bist du ja, ich sag mal, schon 67, kann man ja sagen. Hast du es gerade schon gesagt, noch nie in deinem Leben erlebt, dass aufgrund eines Stiches du so reagiert hast, dein Körper so? Nein. Wahrscheinlich bist du in deinem Leben ja auch schon öfters mal irgendwie gestochen worden. Ich bin sehr viel gestochen worden. Ich war immer, also... Die Schnaken liebten mich über alle Maßen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Kann einem Angst und Bange werden, ne? Wenn man sowas... Ja, ich habe jetzt Tabletten vom Arzt gekriegt, also 3 Stück habe ich noch, wenn mich etwas sticht, dass ich sofort zur Allergikum nehme. Aber ich weiß auch nicht, ob das hilft. Also vielleicht im ersten Moment schon dann. Also dann gratuliere ich zum 2. Geburtstag, ne? Das kann man aber ja so sagen. Wirklich, Domian, wirklich. Ja, glaube ich. Also ich habe ja nie in meinem Leben gedacht, dass ich einmal mit dir sprechen könnte. Das ist wirklich schon du. Aber ja, aber ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Vor allem freue ich mich noch viel mehr, dass du fast wieder gesund bist. Und ja, ich kann halt immer noch nicht richtig laufen. Ich muss halt mit einer Krücke gehen. Und ja, aber es hat ja alles wie gerade schon gesagt. Also mein Mann hat am nächsten Tag zu mir gesagt, weil ich ja so wenig mitgekriegt habe, sagt er, das hat sehr böse ausgeschaut. Liebe Grete, dann pass auf, demnächst mit Insekten. Nein, ich muss, also ich bin so ein Typ, der fängt, wenn ich was hab, das fange ich immer mit einem Glas und ich bin da eigentlich, weil ich halt so tierfreundlich bin, ich habe 12 Katzen zu Hause und habe früher 3 Hunde gehabt und bin halt ein sehr großer Tierfreund. Und ich mag auch die Kleinen nicht kaputt machen. Ich will dir mal sagen, das mache ich genauso. Ich kriege das auch nicht übers Herz, so eine Motte tot zu machen. Ich nehme die auch mal in so ein Glas,
tue irgendeine Pappe drauf. Ja, genau. Und dann gehe ich raus und lasse sie dann fliegen. Ja, genau. Und dann ist sie... So mache ich das auch. Ja. Und da war ich einfach zu blöd, weil die sich so verheddert hat in dem Vorhang. Ja, die war ja auch im Stress, die Wespe dann. Und die war sicher im Stress. Ja, klar. Liebe Gerät, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Domian, könnte ich noch ein Autogramm verlegen? Sehr gerne, sehr gerne. Du legst bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Und bleib, wie du bist, und bleib vor allen Dingen gesund. Und werde richtig gesund mit dem Fuß, ja, vor allen Dingen. Ja, ich bete zu Gott. Ja, das ist gut. Ich bin so beschädigt mit meinen Füßen. Ja, liebe Greta. Ja, nur die Knöchel eigentlich. Mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und alles Gute. Das hätte ich mir in meinem Leben nicht erwartet, dass ich mit dir spreche. Siehst du, was alles noch so passiert, ne? Alles Mögliche kann immer passieren. Ja, aber... Das Gute und das Schlechte. Da kann ich heute Nacht gar nicht schlafen, glaube ich, vor lauter Glückseligkeit. Du legst aber jetzt auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, ne? Okay. Liebe Grete, alles Gute. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Grete. So, jetzt machen wir weiter mit der Anne. Und Anne ist 50. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anne. So, wir haben ein Thema, das weißt du. Ne? Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Was ist bei dir passiert? Ja, also ich liebe dieses Tier. Ich habe dieses Tier vor 11 Jahren aus der Türkei mitgebracht. Ein schwarzer Mischlingshund. Ein Hund. Mhm. Mhm. Also total, total süß. Wie aus der Türkei? Ist der dir irgendwie nachgelaufen oder aufgefallen? Oder wie? Da war eine Hundemutter mit Jungen, mit Welpen. Ja. Und dann meine Kinder, die haben mich so bekniet, dass ich... Und der war so süß. Nicht mehr Nein sagen konnte. Mhm. Ja gut, dann haben wir den mitgebracht. Vor 11 Jahren schon? Vor 11 Jahren, ja. Mhm. Und der fühlt sich bei uns auch pudelwohl. Ist ja jetzt schon ein alter Herr, ne? Eine alte Dame. Alte Dame, eine sehr alte Dame. Mhm. Mhm. Aber die ist halt topfit, wenn wir mit der beim Arzt sind. Mhm. Der ist immer ganz begeistert. So weit, so gut, ne? Ja. Mhm. So, jetzt hat mein Mann den Ausgang nachmittags übernommen. Sprich, er ist also mit diesem Hund jeden Nachmittag 2 Stunden gegangen oder 2 Stunden gelaufen. Ja. So, und während dieser Spaziergänge hat er eine andere Frau kennengelernt. Er hat sich mit der Frau unterhalten, die Tiere haben zusammen gespielt. Und diese Frau ist auch noch eine gute Freundin meiner Schwester, was mein Mann aber vorher nicht wusste. Mhm. Du kanntest diese Frau aber nicht? Ich kannte die Frau nicht. Nicht mal vom Ansehen? Nein, auch nicht vom Ansehen. Ich hörte immer nur der und der und der und da, der war da. Und er hat also immer so gemacht, dass die mit einer ganzen Clique gegangen sind. Ja. Im Endeffekt war es nur, er ist mit dieser Frau gegangen. Streitet auch alles ab, mit ihr je was gehabt zu haben. Also ist es so, dass durch diesen Hund, den du über alles liebst, hat dein Mann eine andere Frau kennengelernt? Ja, ganz genau. Wann hat er die kennengelernt? Wann war das? Dass es aufgeflogen ist, das ist 4 Jahre her. Aber 3 Jahre vorher ist das schon gelaufen. 3 Jahre vorher? Sind die nur spazieren gegangen mit den Hunden oder haben die auch noch andere Sachen gemacht? Also sie sagen, sie hätten keine anderen Sachen gemacht, aber ich weiß, er hat die Blumen ins Haus geschickt, er hat die Pralinen ins Haus geschickt, er hat ihr eine Uhr geschenkt, weil ihre Uhr kaputt war. Haben die bestimmt auch andere Sachen gemacht? Also ich glaube nicht, dass das einfach nur beim Spazierengehen war. Wie ist es denn dann aufgeflogen? Mein Mann hat mit seinen Freunden eine Motorradtour gemacht und war dann vor 4 Jahren am zweiten Pfingsttag zurückgekommen. Mhm. Und war natürlich sehr, sehr müde und hat sich um 9 hingelegt und sein Handy lag zum Aufladen im Wohnzimmer. Mhm. Und ich habe da halt mal reingeguckt und habe dann gemerkt oder gesehen, dass der auf dem Urlaub diese Frau angerufen hat. Mhm. Mhm. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt. Hast du schon aus einem diffusen Verdacht heraus in dem Handy geschnüffelt? Oder? Nein, einfach so. Einfach so. Einfach so. Ich meine, wir haben alle die Handys immer liegen gehabt. Mhm. Die Kinder haben in mein Handy geguckt, ich habe in die anderen Handys geguckt. Also ich hatte nichts zu verbergen. So, und dann hatte er dann nur einmal vergessen zu löschen. Ja. So, und dann bin ich also die Telefonrechnungen der letzten, ja, 12 Monate, und da habe ich dann rausgefunden, dass er diese Frau mindestens 5-mal am Tag auch noch angerufen hat. Oh, oh. Mindestens 5-mal am Tag? Ja. Über einen so langen Zeitraum? Mhm. Dann ist da natürlich was gelaufen, wenn das über viele Jahre sogar ging. Ja, das denke ich auch. Und das ist immer abgestritten worden? Immer abgestritten von ihr und von ihm auch. Sie ist auch verheiratet, hat
zwei Kinder und. Wie ist denn die ganze Sache dann beendet worden? Hat er es beendet oder seid ihr noch zusammen? Ja, oder? Ja, er hat es auf meinen Drängen hin beendet. Mhm. Und glaubst du es? Dazu komme ich noch. Dazu kommst du. Er hatte vor 3 Jahren eine ganz, ganz, ganz böse Operation. Ich meine, nachdem ich festgestellt habe, dass er mich beschissen hat, ging es mir natürlich auch nicht gut. Ich war in der Klinik, so eine psychologische Einheit, und er ist an der Halswirbelsäule operiert worden und das ist so in die Hose gegangen. Ne, er geht jetzt, als wenn er einen Schlaganfall gehabt hätte letzte Woche. Ne, hatte nur vorher ein leichtes Kribbeln im Arm und ist natürlich jetzt ganz, ganz arm dran. Ja. So, und für mich, vor seiner OP, für mich stand fest, ich trenne mich. Ich suche mir jetzt eine Wohnung und trenne mich. Wegen dieser Geschichte? Ja, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich konnte ihn auch nicht mehr angucken und ich habe dann gesagt, ich sage, erzähl mir nichts, dass da nichts war. Wir haben nur geredet, über Gott und die Welt. Ich meine, es kann ja vielleicht auch sein. Man weiß es aber nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt die OP ist nicht gut gelaufen und. Den Mund nicht aufgemacht. Ja. Ich meine, es waren solche Sachen, dass er ihr erzählt hat von den Kindern mit der Schule und was da so alles. Okay, sag mal weiter. Also es gab dann die Operation, die leider schief gelaufen ist. Ja. Und du wolltest ihn eigentlich vorher verlassen und hast dich dann danach umentschieden. Ich musste mich dann halt um ihn kümmern. Er war also hilflos wie ein kleines Kind. Ja. Ich musste ihm beim Anziehen helfen. Er musste dann, er ist zur Kur gefahren und als er dann wieder zu Hause war, habe ich ihn 2-mal am Tag zur Therapie gefahren. Einmal die Therapie, einmal die Therapie. So, aber wie ist die Situation heute? Ich habe eine eigene Wohnung jetzt seit über einem Jahr. Aha. Wir haben uns also sehr oft getankt in der letzten Zeit, dass ich gesagt habe, ich ziehe aus, dass er gesagt hat, ich ziehe aus. Ah, dann war das ein Samstagmorgen mal wieder so ein bisschen eskaliert und er sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich ziehe aus. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lass mich ausziehen, habe die Zeitung genommen, habe mir 3 Wohnungen angekreuzt. Bei der ersten hatte ich sonntags einen Termin und montags morgens habe ich den Ist er denn jetzt, weißt du da, läuft da wieder irgendwas zwischen ihm und dieser Frau? Ich weiß es nicht. Hast du mit ihm denn noch viel Kontakt? Wir haben noch Kontakt. Also wir haben jetzt keinen Rosenkrieg, wir haben sporadischen Kontakt. Seid ihr denn offiziell geschieden? Nee. Aber das ist ja verrückt. Alles durch den, der Hund ist natürlich nicht schuld, natürlich nicht. Aber durch den Hund ist das in die Gänge gekommen. Das ist durch den Hund in die Gänge gekommen. Und, aber du trennst das alles so säuberlich, dass du nicht sauer auf den Hund bist. Ach, um Gottes Willen. Nein, der Kuh kann ja auch nichts dafür. Das hätte auch irgendwie alles anders kommen können. Nein. Und das ist ja eine verrückte Geschichte. Da, das ist ja wirklich beim Gassi gehen. Seit einem Jahr alleine und fühle mich pudelwohl. Und wo ist der Hund? Ist jetzt? Er ist bei meinem Mann, weil wir haben ein Haus mit großem Garten. Ah ja. Und da hat der Hund Auslauf und ich habe jetzt so eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung. Ja. Also die Trennung von deinem Mann, daran leidest du nicht so. Wie ist es denn mit der Trennung von dem Hund? Ist das traurig, dass du den Hund nicht mehr so oft siehst? Also ich vermisse den Hund mehr als meinen Mann. Ja. Das ist natürlich auch ein herber Satz, aber wenn es so ist, ist es halt so. Und, ja. Mensch, Anne. Ja, aber dir geht's gut. Einigermaßen gut, sagst du. Ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das so wegstecke. Ich habe also noch nie alleine gewohnt. Ja, ne? Früher bei den Eltern gewohnt, habe meinen Mann kennengelernt, haben zusammen eine Wohnung genommen. Ja, also eine ganz, ganz dolle. Zusammen in unser Haus gezogen. Tolle Erfahrung, ne? Ja. Ja. Ja, liebe Anne, dann wünsche ich dir eigentlich weiterhin viel, viel Glück und alles Gute in diesem neuen Leben. Das ist ja ein ganz neues Leben, ne? Was also du dafür. Mir gefällt das ganz gut, dieses alleine zu leben. Jo. Und du würdest auch jederzeit wieder so einen süßen kleinen Hund irgendwo mitnehmen? Ich kriege jetzt wahrscheinlich eine kleine Katze mit nur einem Auge, die niemand will. Oh. Das ist aber dann ganz, ganz allerliebst, dass du sie nimmst. Ja. Ja. Liebe Anne, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön, Domian. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, unser Thema. Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. So, jetzt geht es weiter mit Harald. Und ich lese gerade auf meinem Bildschirm, jetzt kommt ein Bild. Und ich höre gerade die Tür. Und meine nette Redakteurin Katrin Paulsen kommt rein mit einem Bild, was nun nicht sehr schön ist. Aber dazu erstmal später. Wahrscheinlich hängt das mit
der Geschichte von Harald zusammen, den ich jetzt herzlich begrüße. Harald, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Harald. Hallo. Was ist bei dir passiert durch und mit einem Tier? Also, es ist nicht bei mir passiert, sondern bei meinem Sohn. Wie du siehst, ist auf dem Bild mein Sohn. Dessen Bild ich jetzt gerade hier vor mir habe. Genau. Mhm. Und zwar wurde er von einer Schlange gebissen, von einer Kreuzotter. Ach. Hier in Deutschland? Nein, wir waren in einem Urlaub in Dänemark, in der Nähe von Kerteminde an der Ostsee. Ja. Es war so, ich war alleine mit meinen drei Kindern dort. Ja. Meine Frau hatte keine Zeit, die musste arbeiten und ich habe dort halt den Urlaub mit den drei Kindern verbracht. Mhm. So, da hatten wir ein Ferienhaus gemietet und dieses Ferienhaus konnten wir nur eine Woche belegen und mussten nach dieser einen Woche haben wir uns dann ein zweites gesucht, ein zweites Ferienhaus für eine weitere Woche. Ja. So, und jetzt sind wir gerade umgezogen von dem ersten Ferienhaus in das zweite und haben uns gedacht, gucken wir uns erstmal, bevor wir uns groß hier einlisten, gucken wir uns erstmal die Umgebung an. Mhm. So, dann sind wir an den Strand gegangen und da waren auch Dünen halt mit Seegras und so weiter. Mhm. Wir sind dort einmal durchgegangen und auf einmal sagte mein Sohn zu mir, oh, das Gras piekst so. Mhm. Ich sage im ersten Moment, ach, das ist nur ein bisschen Gras, geh mal ruhig weiter. Mhm. So, dann sind wir noch ein paar Schritte gegangen und dann sagte er, nein, das ist so schlimm. Ne? Also er war 4 Jahre alt zu der Zeit und er hat richtig, ihm hat das richtig stark wehgetan. Ja. So, und dann habe ich erstmal geguckt und sah auf einmal, dass er 2 so kleine Punkte und dann seinem am Innengelenk hatte. Mhm. Am Fußinnengelenk. Am Fußinnengelenk, ja, genau. Ja. Und da habe ich schon gleich gedacht, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Und erste Reaktion war erstmal, ich habe erstmal das ausgesaugt. Mhm. Achso, da war schon so eine Intuition, das kann vielleicht ein Insekt hätte es gewesen sein können. Aber weil es 2 rote Punkte nebeneinander waren, habe ich schon irgendwas gedacht, das muss irgendein Tier gewesen sein. Ein Biss. Mit Gift. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, gut, okay. Und dann sind wir weitergegangen, er hat geschrien. Dann sind wir gleich wieder zum Haus zurückgegangen. Mhm. Meine anderen beiden Kinder waren auch dabei und von dort aus dann gleich ins Auto und haben versucht, dann in ein Krankenhaus zu kommen. Mhm. So, das hat aber eine Weile gedauert. Das nächste Krankenhaus war circa 30 Kilometer entfernt. Mhm. Und ich kannte mich natürlich in der Region auch nicht so gut aus, sodass wir dann so 1 bis 1,5 Stunden bestimmt gebraucht haben, um das Krankenhaus zu finden. Ich bin zwischendurch noch auf einer anderen Feuerwehrstation gewesen, habe dort nachgefragt, aber die haben mich gar nicht richtig verstanden. Mhm. Also bin ich dann selber weiter in die nächstgrößere Stadt, in der Stadt das Krankenhaus gesucht und so war schon eine Stunde bestimmt vergangen. Mhm. Mein Sohn ist zwischendurch schon im Auto immer so weggenickt, also war schon fast ohnmächtig eigentlich. Mhm. Ja, und dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen. Und die haben das dann diagnostiziert, dass es sich um einen Kreuzotterbiss gehandelt hat? Ja, die haben das aber nicht sofort. Ja. Das hat also eine ganze Weile gedauert, bis die auch wussten, was es war. Mhm. Die konnten ja nun auch kein Deutsch dort im Krankenhaus, zumindest vorne am Schalter nicht mehr, an der Notaufnahme nicht. Mhm. Und was heißt Kreuzotter auf Dänisch oder auf Englisch? Ne? Das ist natürlich sehr schwierig. So, jetzt habe ich dieses Bild hier vor mir liegen. Dieses Bild zeigt deinen Jungen mit einem fürchterlich grün-blauen und geschwollenen Bein, das von so, der ganze Fuß sieht entstellt und geschwollen und blau und violett aus bis hin zu den Oberschenkeln. Ich zeige das auch mal jetzt an die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Das kann man also einigermaßen sehen. Das Bild ist auch so ein schwarz eingezeichneter Kranz mit Filzstift, siehst du vielleicht. Das war ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich im Krankenhaus war, war das so groß ausgeweitet. Ach so, der ganze Unterschenkel. Nein, nur in diesem schwarzen Bereich, der unten mit Filzstift eingezeichnet ist. Nee, sehe ich jetzt nicht, aber egal. Sieht man auf dem Bild nicht gut. Nee, sieht man nicht so gut. Das heißt, dieses Gift des Tieres ist in das ganze Bein von dem Jungen. Genau. Hochgezogen. Wie lange hat das gedauert, bis das Bein so schlimm aussah? Sah schon so schlimm aus, als ihr ins Krankenhaus kamt? Nein, also als wir ins Krankenhaus kamen, war es ungefähr eine Fläche von 10 Zentimetern im Durchmesser. Ja, ja. Ne? Und dieses Bild, was du dort siehst, das ist halt 10 Tage später gewesen. Ach, 10 Tage. Nach 10 Tagen sah das so schlimm aus. Ich bin wieder nach Hause gekommen. Was hat man dann dagegen getan? Gibt es da ein Gegengift oder was kann man da machen? Ja, es gibt wohl ein Gegengift. Es wird irgendwie aus Pferdesubstanzen gewonnen. Mhm. Aber dieses Gegengift muss innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde injiziert werden, weil sonst hilft es nicht mehr. Ja, das war zu spät dann bei euch. Sonst ist es zu spät. Genau, das war bei uns schon zu spät. Ja. Und
Also konnte man nur noch eins machen, kreislaufstabilisierende Maßnahmen und das Immunsystem aufpäppeln. Also mehr konnte man eigentlich nicht mehr machen. Ne? Aber das ist ja wirklich enorm, dass das so ein Kreuzotter ist doch so ein, so groß wie eine Blindschleiche, ne? So eine kleine. Ich habe selber die Schlange gar nicht gesehen. Ne? Aber dass es dann wirklich so so eine enorme Auswirkung hat. Wie lange hat der Kleine an diesem Bein so gelitten? Ich sag mal so, er ist auf dem Weg zum Krankenhaus ist er ja praktisch weggenickt. Und dann hat es auch eine halbe Nacht bestimmt gedauert, bis er überhaupt wieder zu sich gekommen ist. Und dann hat er halt 7-8 Tage damit im Krankenhaus gelegen dort in Dänemark. Ach, 7-8 Tage im Krankenhaus, oder? Ja. Mhm. Und dann war er so weit, dass er wieder transportfähig war und nach Hause konnte. Und wie lange hat das gedauert? Man konnte eigentlich nichts weiter machen, als nur das Immunsystem aufbauen. Ah ja. Und wie lange hat das gedauert, bis es dann, wie viele Wochen oder Monate, bis es wieder ganz ordentlich, alles in Ordnung ist mit dem Bein? Ich sag mal so, nach diesen 10 Tagen, wo wir zu Hause waren, hat er eigentlich schmerzmäßig gar nichts mehr gehabt. Mhm. Da konnte er wieder ganz normal mitlaufen, war putzmunter und hatte keine Auswirkungen mehr gemerkt. Ja. Ne? Und das ist bis heute jetzt auch so. Also alles wieder ganz. Ja, ist alles wieder im Lot und er ist gesund und zufrieden. Mhm. Aber ich wusste, war schon ein gewaltiger Schock. Ich wusste überhaupt nicht, dass es in Dänemark Kreuzottern gibt. Ich bin mir gar nicht so sicher, gibt es in Deutschland Kreuz? Ja, wahrscheinlich offensichtlich dann auch. Ne? Ja, in der Lüneburger Heide, oben in der Heidegegend soll es welche geben. Ja, aber auch nicht so verbreitet. Ne? Und dass es Kreuzottern im Dünenbereich gibt, ist mir völlig neu. Wäre ich auch nie drauf gekommen, dass so eine Gefahr da droht. Genau, da haben wir auch vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, über solche Sache. Also, da gerät man natürlich als Vater in Angst und Schrecken, wenn so etwas passiert und der Junge dann noch quasi bewusstlos wird. Da habt ihr schon angstvolle Stunden ausgehalten. War schon während der Fahrt ins Krankenhaus eine ganz schöne Panik während der Fahrt. Ne? Das glaube ich. Er liegt weg, die anderen beiden sagten, er schläft schon. Die waren ja auch noch nicht allzu alt. Mein anderer Sohn, der war zu der Zeit 6 und meine Tochter war 9 Jahre alt. Ja. So, und jetzt hatten wir ja auch da in Dänemark dieses Problem im Krankenhaus. Ich war allein mit den 3 Kindern dort im Krankenhaus. Fürchterlich. Und wenn man sich da nicht sprachlich ordentlich verständigen kann, ist das natürlich alles umso schwieriger und belastender. Wobei wir das Glück hatten, dass auf dieser Station dort, da war eine Krankenschwester, die kam aus Österreich. Ach so, dann ging's. Und die konnte uns dann verstehen und konnte das auch übersetzen, was wir gesagt haben. Hat der Kleine später Angst gehabt, nochmal in gesunden Zeiten dann zu späterer Zeit an einen Strand zu gehen? An einen Strand eigentlich nicht, aber nach Dänemark möchte er nicht um. Nach Dänemark, ja, das ist ja eingebrannt. Also wir waren jetzt meist immer am Mittelmeer oder sonst wo, also da ist diese Gefahr ja nicht. Ne? Also Vorsicht mit Kreuzottern, wobei da kann man ja gar nicht vorsichtig sein. Man geht ja mit nackten Füßen durch den Strand oder auf den Strand oder durch den Sand und das ist so ein Grundrisiko, was eben passieren kann. Ne? Schützen kann man sich ja gar nicht vor. Nee, schützen kann man sich nicht, das stimmt. Ja. Aber auch Gott sei Dank, dass die Sache dann doch gut ausgegangen ist, wenn es auch bedrohlich aussah. Ja. Lieber Harald, alles Gute und danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Kai. Und Kai ist 30. Guten Morgen. Hallo Kai. Hallo. Hallo. Welches Tier hat dir Unglück gebracht? Also mir hat der Hund von meinem Bruder Unglück gebracht. Mhm. Der ist mit meine Mutter ist mit dem Gassi gewesen. Was für ein Hund war das? Ein Schäferhund, Husky Mischling. Ja. Er ist 2 Jahre alt. Und die ist mit dem, wie gesagt, Gassi gegangen und auf der Mittelpromenade und dann ist der Hund auf einmal, hat er angezogen, wollte losschlitzen und sie ist weggerutscht auf nassem Laub halt und auf die Straße gekommen und da kam ein Auto und hat sie erfasst und sie ist halt unglücklich mit dem Kopf auf dem Bordstein oder halt auf dem Asphalt halt aufgekommen und ist tot. Oh je. Wann war das? Jetzt am Samstag. Am Samstag? Jetzt? Vor ein paar Tagen? Ja. Und sie ist 3 Tage vorher 54 geworden. Das heißt, der Hund ist schuld, aber es ist ein Tier. Man kann nicht sagen, der Hund hat es verursacht, so kann man sagen. War deine Mutter sofort tot? Nee, mein Bruder, der wurde rausgeklingelt noch, weil direkt vor der Haustür passiert ist. Das haben mehrere Leute auch gesehen, die ihn halt meiner Mutter kannten. Und mein Bruder, der ist dann noch hin und dann er meinte zu mir, dass sie die Augen noch in dem Moment auf hatte, als er da war und als sie ihn gesehen hat, hat sie die Augen zugemacht und das war's dann.
Und sie haben probiert, halt wieder zu beleben, auf der Straße, im Krankenwagen, im Krankenhaus noch, aber war zu spät. Ist sie durch diesen Sturz ums Leben gekommen oder durch das Auto? Durch den Sturz. Am Auto ist kaum was zu sehen. Also das, die Kollidierung mit dem Auto hat nicht den Tod verursacht? Nee. Sondern der Sturz. Das Auto hat sie aber dann auch noch überfahren leicht, oder? Nee, also soweit ich weiß, nur gestriffen. Nur gestreift. Also am Auto ist halt kaum was zu sehen oder so. Also. Wo ist der Hund jetzt? Der Hund ist bei meinem Bruder. Der ist bei meinem Bruder. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Schockiert. Ja, da das so frisch ist, kann ich mir denken, dass du das doch gar nicht richtig begriffen hast, was da passiert ist. Ich weiß ja nicht, wie ich mit der Situation momentan umgehen soll. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? In den letzten 3 Jahren haben wir uns überhaupt nicht gesprochen. Ach, überhaupt nicht gesprochen? Warum nicht? Weil es familiäre Probleme gab, die für mich nicht aus der Welt zu schaffen waren. Magst du ein Stichwort sagen? Bitte? Magst du ein Stichwort sagen? Fremdgehen. Fremdgehen? Ja. Ist deine Mutter fremdgegangen? Du möchtest da nicht so drüber sprechen? Genau. Okay, dann will ich das auch respektieren. War denn vorher das Verhältnis normal, vor den 3 Jahren? Durchwachsen, relativ normal. Ich sag mal doch, relativ normal eigentlich schon. Aber als ich das erfahren habe, habe ich persönlich einen Schlussstrich gezogen gehabt. Was jagen denn jetzt für Gefühle durch dein Herz? Gibt es auch so ein so Überlegung, dass es dir leid tut, dass du keinen Kontakt mehr hattest? Dass du es bereust, das abgebrochen zu haben? Von der Sache her, sag mal, von dem Thema, also warum ich es abgebrochen habe, nein. Ansonsten, ja. Irgendwo wäre es schön gewesen, wenn ich noch mit dir sprechen könnte. Ja, klar. Ja. Aber dadurch, dass dieser Bruch halt war, ging es halt nicht von meiner Seite. Ich wollte es auch nicht. Aber konnte nun keiner mit sowas rechnen. Hast du deine Mutter jetzt nochmal gesehen? Nein. Die ist auch, Staatsanwaltschaft hat sie auch beschlagnahmt. Ach so, ja. Kommt doch momentan. Und das dauert wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile, ehe dann die Beisetzung stattfinden wird können. Denke ich mal auch. Also bis jetzt haben wir noch nichts, was daran kommt, vom Bestattungsinstitut oder so. Das ist schon noch gar nichts. Wenn jetzt auch das Verhältnis so getrübt war in den letzten Jahren. Dennoch wirst du wahrscheinlich doch sehr traurig sein, oder? Ja, klar. Im ersten Moment, als ich es erfahren hatte, da war ich noch so, naja, ist halt passiert, aber jetzt irgendwann so langsam wird es mir bewusst, was dann wirklich passiert ist, dass das nicht mehr da ist. Ich habe eine 4-jährige Tochter, ja. Die hat meine Mutter nicht einmal, okay, ja, mit 2-3 Monaten hat sie das letzte Mal gesehen gehabt. Und wollte deine Mutter die Kleine auch nicht sehen? Naja, du hast es unterbunden. Ja, ja. Weil ich eigentlich nicht wollte, dass er damit in Kontakt kommt. Mit diesem ganzen Thema und alles. Es würde mich schon interessieren, was da vorgefallen ist, aber ich werde das jetzt wirklich respektieren, dass du das nicht möchtest. Daher kann man diese 3 Jahre jetzt auch gar nicht so weiter besprechen, weil die Einzelheiten jetzt nicht thematisiert werden können. Was ist denn, ich habe gerade so gesagt, das Tier kann natürlich nichts dafür, natürlich kann das Tier nichts dafür, aber manchmal urteilt man ja ganz emotional und auch ungerecht. Ist trotzdem auch ein Zorn auf das Tier da? Nein, ich war auch, als ich das erfahren habe am Samstag, da war ich bei der Polizei, weil ich genau wissen wollte, was los ist. Und danach bin ich dann zu meinem Vater gegangen und zu meinem Bruder und eigentlich wollte ich den Hund nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Ja, ja. Aber man hat mich nicht rangelassen. Verständlich. Ja, aber auch verständlich, dass man so reagiert, obwohl das Tier nichts dafür kann, aber dennoch in all der Trauer und der Verzweiflung und dem Schock ist das auch normal, glaube ich, dass man so reagiert. Hast du den Wunsch, deine Mutter nochmal zu sehen, wenn sie freigegeben wird von der Staatsanwaltschaft? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde. Ich weiß nicht, denkt man nicht, weil
irgendwo warte halt meine Mutter auch. Mhm. Und man hat ja auch schöne Erinnerungen. Mhm. Und du möchtest lieber die Erinnerungen so haben, wie sie eben sind und nicht... Genau. Mhm. Ja. Ja. Die guten Zeiten halt. Mhm. Mhm. Und nicht das, was jetzt gerade ist. Aber du wirst, auch wenn das Verhältnis so unterbrochen war und so abgekühlt war, wirst du aber zur Beisetzung gehen. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wie gesagt, ich war halt trotzdem meine Mutter. Mhm. Natürlich, ja. Mhm. Man ist halt nur ein Mensch. Mhm. Das ist ein schlimmes Unglück, Kai. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. Das möchte ich ja wirklich sagen. Und dann auch noch in so einer Konstellation, wo ihr gerade im Streit wart, ist das natürlich irgendwie noch schlimmer. Mhm. Weil man keine Klärung hat finden können mit der Person und die Person ist wie aus dem Leben gerissen und von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere. Mhm. Hast du denn Menschen, mit denen du sprechen kannst? Hast du Umfeld? Ja, meine Schwiegereltern, meine Frau, mein Kind vielleicht nicht. Dein Kind nicht, aber. Vier. Ja, aber deine Partnerin. Deine Partnerin schon, mit der kannst du darüber sprechen. Ja, klar. Und wie ist dein Verhältnis zu dem Bruder? Na, dieser Aufbau auch in den letzten 3 Jahren oder 2,5 Jahren war gar kein Verhältnis mehr da. Wir haben uns überhaupt nicht unterhalten. Mhm. Weil sie haben sich beide für meine Mutter entschieden gehabt. Mhm. Und das habe ich halt so hingenommen. Da habe ich gesagt, okay, ja, wünsche ich euch noch ein schönes Leben. Ja, ja. Darum, aber ich werde jetzt wieder halt aufbauen, das Verhältnis. Mhm. Ja, vielleicht wäre das auch im Sinne deiner Mutter, wenn du mit dem Bruder wieder Kontakt hättest. Wäre das im Sinne deiner Mutter? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich werde es auf jeden Fall von mir aus halt machen, von meiner Seite aus. Ja. Lieber Kai, ich würde ja gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten im Hintergrund. Möchtest du das? Ja, von mir ist gerne. Ja, dann könnt ihr noch in Ruhe sprechen, weil wir haben ja so eine gewisse Zeit hier nur zur Verfügung in der Sendung. Dann bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe heute Nacht heißt Peter und dann ruft der Peter dich jetzt gleich an. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Jo. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Und als nächstes bin ich verbunden mit Regina. Regina ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Domian. Regina. Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Es geht um Folgendes. Ein Tier hat mir großes Unglück gebracht. Mhm. Und zwar vor 5 Jahren hat mich, ja, so Oktober, Anfang November, eine Mücke ans rechte Schienbein gestochen. Mhm. Und da hatte sich dann irgendwie was drunter gesetzt. Und das habe ich dann ganz leicht mit dem Fingernagel angehoben, damit das halt abfloss. Ne? Mhm. Sah auch erst ganz gut aus. Mhm. Die Entzündung bzw. das, was da drunter war, ging weg. Aber anstatt, dass das dann zuging, ist mein Bein aufgegangen. Ist das Bein aufgegangen? Also die Haut platzte auf? Ja, das wäre dann zu viel Gewebeflüssigkeit. Mhm. Das wurde dann verbunden. Ich war dann mit auch beim Hautarzt und der hat das dann verbunden. Wie weit, wie viel Zentimeter ist es denn aufgegangen? Aber wie weit ist es aufgegangen? Es war zu Spitzenzeiten vor 2,5 Jahren 120 Quadratzentimeter auf. Daraus ist ein offenes Bein entstanden aus diesem Mückenstich. Ich kann mir jetzt 120 Quadratzentimeter nicht vorstellen. Also die ganze Wade war auf? Oder vom Schienbein einmal so einen ganzen Kranz drum um das Bein herum. Und das, der ganze Unterschenkel? Ja, der ganze Unterschenkel. Momentan ist es eine Wundfläche von 80 Quadratzentimetern. Es geht langsam zu. Die du immer noch hast? Es ist immer noch auf. Es ist vor 5 Jahren? Es ja. Ist unglaublich. Es sind 5 Jahre her. Ich nehme Schmerzmedikamente. Ich bin nur noch ans Haus gebunden. Ich habe 3 Kinder. Also meine Kinder, die sind teilweise sehr verzweifelt. Mein Mann nimmt mir sehr viel ab. Mhm. Aber es ist einfach deprimierend. Also das Ganze ist ausgelöst worden durch eine harmlose, offensichtlich nicht harmlos, aber durch eine kleine Mücke. Ja, genau. Ich habe das aber noch gesehen, das Vieh, ne? Ja. Hat man dir das jetzt irgendwie erklärt medizinisch, was diese Mücke ausgelöst hat und warum das so ist? Nein, die Ärzte sagen, wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Die nennen das ja in der Fachsprache chronisch venöse Insuffizienz. Also ein chronisches offenes Bein. Ach so, die gehen davon aus, dass das wäre... Das wäre irgendwann gekommen, aber auf der anderen Seite, am linken Bein ist nichts und ich weiß es nicht. Also von Seiten der Ärzte ist es primär gar nicht das Insekt schuld, sondern... Ja, es war vielleicht der Auslöser. Das war der Punkt, da ist es dann aufgegangen und vielleicht hatte ich dann auch was im Körper oder was, also die wissen es nicht. Also. So, dann geht
dann platzt das erst so ein bisschen auf. Ja. So kann man sich vorstellen wie eine aufgeplatzte Wunde. Ja, genau. Und es genau. geht immer weiter auf immer weiter. Das Nest dann sicherlich das auch Nest. So. Ja, ich habe Tag und Nacht mein Bein verbunden. Mhm. Mein Bein wird mit drei Schaumstoffkompressen verbunden, mhm. damit die diese Feuchtigkeit aufsaugen. Und spätestens nach dem zweiten Tag muss ich noch einen Verbandwechsel machen, das weil die Feuchtigkeit dann einfach zu sehr durchgeht. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie das aussieht, wenn das ganze der ganze Unterschenkel auf ist. Also ja. es ist so quasi wie rohes Fleisch ist. Ja, richtig. Und auf Schienbein ist ja sowieso nicht viel. Das sind so richtige Krater, die da so, und da auf sind. Das muss ja Höllenschmerzen verursachen. Ja, richtig. Ich bin auch voll gedröhnt bis oben hin. Also. Und jetzt, du sagst noch mal, du hast es gerade schon gesagt, wie weit offen ist es jetzt noch? 81 Quadratzentimeter. Das ist so ein Viertel die Hälfte des Unterschenkels? Ja. Ungefähr? Wobei das zwei Stellen direkt am Schienbein sind und eine Stelle ist also rechts seitlich zum Schienbein hin. Warum wächst das nicht zu? Das wissen die Ärzte nicht. Ich habe keinen Zucker, ich habe super Werte. Sie wissen es einfach nicht. Ich habe zu viel Gewebeflüssigkeit, die können sich es nicht erklären. Und ich bin mit meinem Latein auch am Ende, wie gesagt. Und was machen die dagegen? Was kann man da tun, außer immer wieder säubern? Ja, es wurde vor 2 Jahren eine Hautverpflanzung gemacht. Ach so, das wurde auch gemacht. Das wurde auch schon gemacht und eben wegen dem vielen Gewebewasser habe ich die ganze Hautverpflanzung abgespült wieder. Da hat die Operation überhaupt nichts gebracht. Also man hat dir irgendwo Haut entnommen vom Körper? Ja, oben am Oberschenkel. Am Oberschenkel, ja. Und das ging dann durch so ein, weiß ich nicht, Rastergerät. Mhm. Und da wurden dann kleine Felder für eine Haut praktisch gemacht. Ach so. Weil die gesagt haben, wenn wir kleine Felder haben, das geht schneller zu, als wenn man ein großes Feld hat. Ja, aber das die ganze OP, also nach 2 Tagen war dann die ganze Haut ab. Und dann haben sie natürlich gesagt, das hat absolut keinen Zweck mehr. Wir brauchen auch erstmal nicht über eine nächste Transplantation rechnen, weil solange das so nass ist und so nässt, kann man da nichts machen. Das heißt, du bist seit 5 Jahren Dauergast in Kliniken und bei Ärzten? Richtig. Du nimmst seit 5 Jahren starke Schmerzmittel? Ja, seit 5 Jahren nicht, aber seit 2 Jahren bin ich jetzt also eingestellt oder war eingestellt. Aber an manchen Tagen wirken diese Medikamente dann auch nicht mehr. Und du hast es gerade erwähnt, du hast Familie? Ja, 3 Kinder, mein Mann. Kinder, mein Mann. Wie geht dein Mann damit um? Mein Mann damit um? Ich meine, er war jetzt bis Anfang Oktober arbeitslos, er hat mir sehr viel abgenommen. Es war natürlich dann auch für ihn eine schwere Zeit. Ja, weil euer ganzes Leben ist doch seitdem umgedreht, ne? Umgekrempelt. Ja, mein Mann macht alles mit den Kindern, sei es Elternsprechtag oder fährt mit denen schwimmen oder fährt mit denen in die Stadt oder alles. Rausgehen kannst du schon? Nein. Ach, du kannst auch nicht mit den Verbänden rausgehen? Doch, mit den Verbänden schon, aber mit den Schmerzen nicht. Mit den Schmerzen nicht. Das heißt, du hältst dich auch meistens zu Hause auf? Ja, ich fahre jetzt eigentlich, wenn ich rausgehe, wirklich nur noch ins Krankenhaus. Und da kriege ich dann ein Taxi gestellt und das war's dann. Aber dann bin ich aber auch wirklich fertig, wenn ich da nach Hause komme. Dann kann ich nicht mehr. Und wie ist es in der Wohnung? Kannst du in der Wohnung rumgehen? Ja, in der Wohnung, ja. Ja gut, das sind immer nur ein paar Meter und dann kannst du dich wieder ausruhen. Ja, richtig. Die ganze Wohnung ist knapp 90 Quadratzentimeter. Also sobald ich mich hinsetze, lege ich auch mein Bein hoch. Ich nehme mir auch meine Auszeiten. Die Kinder wissen das, wenn es gar nicht geht. Das heißt, im Schlafzimmer. Ganz viel Hausarbeit kannst du gar nicht machen? Nein. Nicht wirklich. Nein. Also so momentan Fenster putzen. Man könnte wirklich auf alle Fenster momentan 3 große Buchstaben schreiben, aber das ist mir egal. Es geht einfach nicht. Aber sowas kann natürlich schon auch auf eine Ehe lasten. Ja. Hast du den Eindruck, hast du Angst um deine Ehe? Nein, eigentlich nicht. Das nicht. Also der Mann hält schon wirklich zu dir. Ja. Wie alt sind die Kinder? Ja, wie alt sind die Kinder? Der Jüngste ist 8, 9 und die Tochter ist 13 und im absoluten Zickenalter. Also richtig viel zu tun. Ja. Klar, mit Schule und Mittagessen oder versorgen. Also es ist morgens so, ich stehe morgens auf, kümmere mich um die Kinder. Und wenn die dann in der Schule sind, gehe ich nochmal so für 2, 3 Stunden nach hinten. Wenn das erste Kind nach Hause kommt, sagt mir das Kind Bescheid. Ich bin da, Mama. Und dann kümmere ich mich um Mittagessen beziehungsweise um Hausaufgaben. Ja. Ja, und dann so um 3, 4 Uhr, wenn das so alles durch ist, dann nehme ich mir wieder meine Auszeit bis zum Abend. Und dann kümmere ich mich ums Abendessen. Wobei, es macht dann auch sehr viel mein Mann. Hast du Hoffnung, dass es sich doch alles wieder ganz normal regeneriert? Ja, Hoffnung habe ich schon, aber es sind ja schon, wie gesagt, es sind 5 Jahre. Unglaublich. Fünf Jahre, die nicht vor die Tür kommen. Also viele Leute, gerade bei uns in der Gemeinde, wir sind bekannt. Viele Leute haben ja manchmal gefragt, ob ich überhaupt noch lebe, weil sie mich schon ewig und 100 Jahre nicht gesehen haben. Ja, die Leute aus der Gemeinde, die sollten dich dann mal besuchen. Wenn du nicht in die Gemeinde gehen kannst, dann soll die Gemeinde zu dir kommen. Eigentlich ja. Finde ich schon, ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Ne? Liebe Regina, die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja. Gerne, Domian. Okay, bis gleich. Danke, tschüss. Tschüss.
So ihr Lieben, das war's von uns für heute. In der Technik Malte Imels. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und einer offenen Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns wie immer erreichen unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht.